E-Fuels sind synthetische Treibstoffe, hergestellt aus Wasserstoff und CO2 aus der Luft. Und diese sollen in Zukunft Diesel und Benzin als Treibstoff in den Pkw ersetzen. Und das klingt eigentlich ziemlich interessant. Und jetzt die Frage, gibt es da einen Haken oder ist das alles, wie es scheint? Und das wollen wir heute in diesem Video klären. Wie dieser künstliche Treibstoff erzeugt wird, ist nicht ganz in meiner Kenntnis. Aber wenn er künstlich erzeugt wird, kann ich mir vorstellen, dass es ein besserer Prozess ist. Plus, die Schadstoffe, die ausgestoßen werden, sind deutlich sauberer. Well, sounds to me pretty smart. Hallo, mein Name ist Helge, willkommen auf meinem Kanal. Das Thema E-Mobilität polarisiert im Moment die Massen. Und die Gegner der E-Mobilität bringen immer wieder das Thema E-Fuels auf den Plan. Das ist eine Möglichkeit, die aktuellen Verbrennungsmotoren, sei es Diesel oder Benziner, zu betreiben. Und zwar mit synthetisch hergestelltem Kraftstoff, der CO2-neutral ist. Jetzt ist die Frage, gibt es da irgendeinen Haken? Und um das zu verstehen, müssen wir uns als allererstes mal die Technik anschauen. E-Fuels sind Kohlenwasserstoffe, die aus Wasserstoff und CO2 aus der Luft synthetisiert werden. Der Wasserstoff wird dabei vorher durch Elektrolyse aus dem Wasser und mit Einsatz von Strom erzeugt, da beim Verbrennen nur wieder das CO2 freigesetzt wird, was vorher aus der Luft entzogen worden ist, ist der ganze Prozess CO2-neutral. Das klingt eigentlich ziemlich smart, dass nur das CO2 freigesetzt wird, was vorher der Luft entzogen worden ist, und damit könnte es eine Technologie der Zukunft sein. Um den ganzen Vorgang jetzt aber bewerten zu können und dann zum Beispiel im Vergleich zur Elektromobilität zu setzen, muss man sich jetzt den ganzen Vorgang im relevanten Bereich angucken. Für die Herstellung von E-Fuels brauchen wir als allererstes Strom, und mit diesem Strom stellen wir mittels Elektrolyse Wasserstoff her. Mit dem Wasserstoff und CO2, welches wir aus der Umgebungsluft gewinnen, können wir dann E-Fuels synthetisieren. Und diese E-Fuels, die kann man so einfach in Pkw, Schiffen, stationären Wärmekraftanlagen und LKWs einsetzen. Über 46 Millionen Autos in Deutschland haben immer noch einen Verbrennungsmotor. Und ich könnte mit diesem Diesel, weil theoretisch könnte ich jeden Diesel aktuell damit fahren, sofort CO2 einsparen. Jetzt kann man sich den Prozess allerdings nicht nur von der Erzeugung des E-Fuels selber anschauen, um das zu bewerten, sondern wir müssen da anfangen, wo es mit anderen Systemen vergleichbar ist. Und das wäre in diesem Fall schon bei der Energieerzeugung für den Wasserstoff. Ein schönes Beispiel ist, wir nehmen ein Auto mit Elektromotor und ein Auto mit Verbrennungsmotor. Um diese beiden Systeme jetzt zu vergleichen, muss man gucken, wo kommt der Strom her, beziehungsweise wo kommt das Benzin her. Man könnte jetzt die Systemgrenze direkt um die Autos setzen. Das heißt, das eine Auto hat schon Benzin im Tank und das andere Auto hat schon Strom im Tank, und diese Sachen miteinander vergleichen. Dann würde das Elektroauto 1:1 gewinnen, weil das Elektroauto kein CO2 ausstößt, das Verbrennerauto aber schon. Wenn man jetzt die Systemgrenze anders setzt, zum Beispiel für das Auto jetzt schlechter, indem man sagt, der Strom vom Elektroauto wird ja von Kohlekraft erzeugt, damit erzeugt es indirekt doch CO2, und beim Verbrenner aber sagt, ja, wir nehmen aber nur den Sprit, der im Tank ist, dann sind die Systeme unterschiedlich und nicht direkt miteinander vergleichbar. Und die Herstellung von Wasserstoff ist sehr energieaufwendig. Und Energie wird aktuell in Deutschland zu 40% aus erneuerbaren Energien gewonnen, aber eben auch noch viel aus Kohle und anderen Stromarten. Und dementsprechend muss man sich die CO2-Erzeugung, die dort bei der Stromerzeugung entsteht, auch noch mit anschauen. Das ist natürlich bei einem Elektrofahrzeug genauso, aber der Wirkungsgrad bei der Herstellung von Wasserstoff ist deutlich schlechter, als wenn man zum Beispiel den Strom direkt in einem Elektromotor benutzen würde. Hier ist einmal die Aufteilung des deutschen Strommixes von 2021, und man sieht, dass 25,6% aus Windkraft, 5,4% aus Solar, 8,7% aus Biomasse und 2,8% aus Wasserkraft erzeugt wird. Allerdings immer noch 18,8% aus Braunkohle, 9,3% aus Steinkohle und auch noch viele aus Erdgas und Kernenergie. Das muss man jetzt in die Berechnung mit einfließen lassen. Also ist E-Fuel nur CO2-neutral, wenn der Strom, der für die Herstellung des Wasserstoffs bzw. nachher für die Synthetisierung vom E-Fuel aus 100% erneuerbaren Energien kommt. Und das ist aktuell noch nicht der Fall, und das muss man wissen. Die Energie, die für die Herstellung von Wasserstoff benutzt wird, ist extrem hoch, und nur 10 bis 35%
der eingesetzten Energie werden tatsächlich in nachher nutzbare Energie, das heißt in Wasserstoff, umgewandelt. Das heißt, wir haben einen extrem hohen Aufwand bei der Herstellung des E-Fuels und danach einen sehr schlechten Wirkungsgrad im Verbrennungsmotor, so dass wir am Ende nur ca. 10% der reingesteckten Energie nachher tatsächlich in Vortrieb umwandeln können. Wenn man jetzt ein Elektroauto mit einem E-Fuel betriebenen Fahrzeug vergleicht und beide Wirkungsgrade miteinander vergleicht, bedeutet das, dass ein E-Fuel-Auto deutlich schlechter abschneidet und man andersrum gerechnet mit einem rein elektrisch betriebenen Auto mit der eingesetzten Energie die fünffache Strecke fahren könnte. Und was bedeutet das für die Umwelt? E-Fuels sind tatsächlich nur CO2-neutral, wenn der Strom, der für die Herstellung benötigt wird, komplett aus erneuerbaren Energien kommt. Und das ist leider aktuell nicht der Fall. Wir liegen aktuell bei 40%. So, das bedeutet, dass wir jetzt, während wir E-Fuels herstellen, auch CO2 herstellen bei der Stromherstellung. Das bedeutet nämlich jetzt, wenn man ein E-Fuel betriebenes Fahrzeug vergleicht mit einem normalen Dieselfahrzeug, dass wir einen Strommix von mindestens 90% Ökostrom brauchen, um überhaupt den gleichen CO2-Ausstoß zu haben, als wenn wir normal weiter mit Diesel fahren würden. Und davon sind wir noch weit entfernt. Laut aktuellen Planungen sind wir frühestens 2030 in der Lage, 90% aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Würden wir aktuell E-Fuel-betriebene Fahrzeuge benutzen, würde das bedeuten, dass wir dreimal so viel CO2 erzeugen, als wenn wir direkt weiter mit Diesel fahren. Und das soll frühestens 2030 der Fall sein. Jetzt ist die Frage, wenn man es schafft, dass man in Deutschland über 90% Ökostrom bereitstellt und damit dann E-Fuels synthetisiert, macht es dann Sinn, auf E-Fuels zu gehen? Und die Antwort ist ein klares Jein. Und zwar, es würde absolut Sinn machen in Bereichen, wo Elektroantriebe einfach an ihre Grenzen stoßen. Das ist typischerweise da, wo viel Leistung über einen großen Zeitraum benötigt wird. Hier ist zum Beispiel zu nennen Schifffahrt. Man braucht einen riesen Schiffsmotor mit viel Leistung, der über eine lange Zeit läuft, wo ein Nachladen einfach nicht möglich ist. Alternative zum Beispiel auch das Flugzeug. Flugzeuge sind auch typischerweise extrem hohe Leistungen, die über mehrere Stunden abgerufen werden müssen. Und hier wäre eine Batterie vor allen Dingen kontraproduktiv, weil das Flugzeug dadurch schwerer werden würde. Das heißt, elektrische Antriebe im Flugzeug und im Schiff würden wahrscheinlich nicht wirklich gut funktionieren. Aber im Pkw macht das eigentlich keinen Sinn, weil im Pkw gibt es gerade für Lang- und Mittelstrecke jetzt schon Fahrzeuge, die eine vernünftige Akkukapazität haben und einfach 80% innerhalb von 20 Minuten wieder aufladen können. Das heißt, für den Kurz- und Mittelstreckebetrieb wäre das überhaupt gar kein Problem. Jetzt ist aktuell noch die Frage, was macht man mit den Lastkraftwagen, also den LKWs? Hier werden ja doch schon große Reichweiten benötigt und auch viel Leistung. Und aktuell ist das noch nicht wirklich sinnvoll, wobei man dazu sagen muss, Tesla hat jetzt den Semi rausgebracht, die ersten sollen dieses Jahr ausgeliefert werden, der eine vernünftige Reichweite hat, das heißt 800, 900 Kilometer und auch natürlich kurzfristig aufgeladen werden kann. Wenn man überlegt, was in den letzten 4 bis 5 Jahren passiert ist, dann denke ich mal, dass LKWs in Zukunft auch voll elektrisch fahren werden. So, deswegen sehe ich E-Fuels eigentlich nur in dem Bereich, wo große Energiemengen für lange Zeit benötigt werden und das wären dann typischerweise Schiffe und Flugzeuge. Ein Vorteil wäre natürlich, man könnte das komplette Tankstellennetz so bestehen lassen, wobei man bedenken muss, weil ja viele immer sagen, bei der Elektromobilität müssen die ganzen Tankstellen, die Elektrotankstellen nachgezogen werden, also neu aufgebaut werden. Und bei E-Fuels könnte einfach alles weiter benutzt werden. Es gibt für E-Fuels noch keine Herstellungsproduktionsstätten. Es gibt zwar Testanlagen und es wird auch gesagt, dass das kein Problem ist, das groß zu skalieren. Aber aktuell gibt es das noch nicht. Das müsste also alles erst gebaut werden. Und auf der anderen Seite müssen ein paar Stromtankstellen gebaut werden, damit die Leute ihre Elektroautos laden können. Deswegen macht das in meinen Augen wahrscheinlich keinen Sinn. Jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr über das Thema E-Fuels? Ist das eine Sackgasse oder ist das die Technologie der Zukunft? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Was Jean-Pierre ebenfalls in seinem Video am Freitag angesprochen hat, ist das Thema die Grünen.
deren Wahlprogramm und seine Meinung dazu. Und die Frage ist, warum hacken denn jetzt gerade alle auf den Grünen rum? Was ist das Problem und kann man die überhaupt noch wählen? Was würde es bedeuten, wenn die Grünen an die Macht kommen? Das ist ein Thema, das klären wir in einem nächsten Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.